Ja, hallo Freunde, ich bin's mal wieder, der Alex. So, die Firma Sofern hat mir eine wunderbare Taschenlampe geschickt, weil ich bin ja ein großer Taschenlampenfreak. Ist ja allgemein bekannt, dass ich Taschenlampen liebe, vor allen Dingen, da ich den Kanal Leuchtkraft von meinem Kumpel Heiko ja so toll finde. Und er hat ja immer eine Menge Taschenlampen. Seitdem bin ich auch infiziert und habe den Taschenlampenvirus. So, ich habe auf jeden Fall von der Firma Sofern eine ganz tolle Taschenlampe kostenlos zur Verfügung gestellt gekriegt, eine SC32, um die zu testen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin total begeistert von dieser Taschenlampe. Ich werde mich nachher nochmal umsetzen und dann zeige ich euch die Taschenlampe da vorne nochmal ganz genau. Wie gesagt, wunderschöner Karton dabei. Sehr hochwertig der Karton. Mit so einem Magnetverschluss. Auch so ähnlich wie OLED das macht. Ja. Hier ist dann die Taschenlampe drin. Kabel dabei. Die Taschenlampe hat insgesamt hat die 5 Leuchtstufen. Einmal ein Lumen im Moonlight-Modus. Dann 90 Lumen. 450 Lumen, 900 Lumen und 2000 Lumen im Turbo. Also, der ganz kleine Modus, ein Lumen, dann 90 Lumen, 450 Lumen, 900 Lumen. Und das Besondere ist daran, dass diese Taschenlampe in der Lage ist, diese 900 Lumen auf Dauer zu halten. Und das ist wirklich wieder spitze. Weil das können nicht viele Taschenlampen. Die meisten regeln also runter. Ich habe damals die Olight Zika 2 Pro gehabt. Die ist dann von weiß ich wie viel Lumen da von 1200 oder 1700 Lumen auf 600 Lumen gefallen. Und das war einfach viel zu dunkel. Diese Taschenlampe hier hält 900 Lumen auf Dauer. Und das ist was ganz Besonderes. Vor allen Dingen ist das ja so eine Breitstrahl-Taschenlampe. Ich werde euch unten drunter so ein Video verlinken von meinem Kumpel Heiko. Da könnt ihr sehen, beim Kanal Leuchtkraft könnt ihr sehen, wie die Taschenlampe nachts leuchtet und was das Ding nachts bringt. So, dann Doppelklick. Bom. 1000. Nee, 2000 Lumen. Ja, nochmal drauf drücken. Dann wieder 900 Lumen. Nochmal drauf drücken, ist er aus. Wenn man jetzt wieder drauf drückt, kommt man in den letzten Modus, außer Turbo. Also, wenn man jetzt wieder einmal drauf drückt, ist man wieder im 900-Lumen-Modus. Zack. Ja, und ihr wisst ja, ich würde nichts empfehlen, wenn es nicht wirklich super ist. Und die Taschenlampe ist wirklich super. Sofern SC32. Ein super kleines Teil, 10 cm, aber die Maße und alles andere zeige ich euch gleich noch. Kostet bei Amazon 50 Euro. Ich weiß nicht, ab und zu mal kann man da einen Rabattgutschein freischalten. Müsst ihr mal gucken. Gibt es auch noch woanders zu kaufen. Ich weiß nicht, bei eBay ist sie, glaube ich, auch drin im Verkauf. Da ist sie allerdings, glaube ich, teurer. Oder wenn sie im Angebot ist da, dann ist sie natürlich da billiger. Müsst ihr mal gucken. Aber wie gesagt, unter 45 Euro ist die Lampe nicht zu haben. Ist aber auch von der Qualität her total top. Der Schalter hinten zum Anmachen ist hinten. Das ist natürlich sehr gut, weil du den Schalter ja im Dunkeln dann immer findest. Kannst ja einfach immer so in die Hand nehmen. Zack, an, aus. Ja. Dann ist hier noch so eine Halterung dran. So ein Clip. Und der ist auch total gut, weil man hier nämlich zum Beispiel eine Schirmmütze könnte man hier reinmachen. Man kann die in beide Richtungen machen. Einmal hier Innenjacke und einmal hier oben Schirmmütze. Ja, und dann hast du gleichzeitig direkt eine Kopflampe, wenn du die an eine Schirmmütze dran machst. Ist doch echt super, finde ich das. Das ist so eine gute Sache. So, Freunde, ich setze mich jetzt mal um. Ich werde euch unten drunter meine E-Mail-Adresse unten drunter unter dieses Video setzen. Wer diese Taschenlampe haben möchte, weil ich kann nicht alle Taschenlampen behalten, die mir irgendjemand zusendet, weil ich habe ja mittlerweile 5 oder 6 Taschenlampen. Das reicht für mich. Ich habe auch 2, die ähnlich sind. Aber ich verspreche euch, diese Lampe ist spitzenmäßig. Ist auch ein schöner Sofern-Akku drin. Gewinde ganz sauber geschnitten, wasserdicht. Ja, und ein richtig hochwertiger 3000 mAh Akku ist hier drin.
Die Lampe ist hinten wie vorne federgelagert. Das heißt, wenn die Lampe mal runterfallen sollte, weil das war nämlich das Problem bei meiner MC3 von Trustfire, die ist runtergefallen, da ist der Akku, ist dann in die Elektronik eingeschlagen und die Lampe war kaputt. Das kann dir hier nicht passieren. Wenn die jetzt hier runterfällt, dann verhindert diese Feder eine Beschädigung. Und das ist spitzenmäßig. Diese Feder hier verhindert das. Die ist hinten Feder, der Akku ist hinten federgelagert und vorne federgelagert. Ja, und dadurch, wenn die runterfällt, geht die nicht kaputt. Geladen wird sie hier mit USB-C. Also einfach mit dem Handy-Ladegerät kann man die hier laden, die Taschenlampe. Ja, und dann ist die wieder voll einsatzbereit. Die Lampe geht bis zu 214 Meter weit, ist angegeben. Aber ich weiß aus der Realität, aber 100 Meter geht sie dann echt. Und ich sag mal, 100 Meter, dann ist doch schon wirklich was. Also, da ist schon richtig was. Die Lampe ist halt sehr gut für im Haus, im Keller, ums Haus herum, um den Wohnwagen, um das Wohnmobil, um das Auto. Die ist ja jederzeit, kann man die mitnehmen. Die wiegt um die 100 Gramm, wenn wir gleich nochmal wiegen. Ja, und von daher, top Teil. Vorne ist so eine Tieroptik drin. Hier ist so eine Tierlinse. Ja, damit das richtiger Breitstahl gibt, obwohl die Linse ja vorne sehr klein ist. Ja, macht die Lampe einen extrem breiten Strahl und ist dabei auch extrem hell. Also ich finde es total gut. Ja, schon Wahnsinn, was diese Lampe alles kann. Wie gesagt, ich bekomme kein Geld von Zoophören, ich habe keine Werbeeinnahmen, es gibt keinen Grund, irgendwelchen Blödsinn zu erzählen. Kauft euch die Lampe bzw. kauft die, solange meine E-Mail-Adresse unten unter dem Video steht, ist die Lampe auch noch zu verkaufen. 30 Euro. Plus Versand. Also für 35 Euro könnt ihr die haben. Die ist ja nagelneu. Ich habe jetzt nur diesen kleinen Test hier mitgemacht. Weil dann kann ich nämlich mal meine Stromrechnung bezahlen. Ich habe nämlich 80 Euro Stromkosten, Nachzahlung. Und ja, die würde ich langsam gerne ein bisschen reduzieren. Aber ist ja kein Wunder bei den Stromkosten, dass ich jetzt deine Nachzahlung habe. So, Freunde, ich setze mich mal um. Zeige euch jetzt hier vorne die Taschenlampe nochmal im Nahaufnahmen. Und wie gesagt, es lohnt sich, die Lampe ist toll, die läuft dauerhaft auf 900 Lumen und vor allen Dingen die Größe, das ist ja gar nichts. Ja, da ist ja wie ein kleiner Finger praktisch, also wie so ein Mittelfinger ist das ja, so eine Lampe. Und wiegt ja auch kaum was. So, bis gleich. So, Freunde, dann könnt ihr hier selber nochmal ein bisschen lesen. Wer das genau lesen möchte, der müsste da mal auf Stopp drücken oder Pause. Schaut nach, die Lampe ist bei Amazon erhältlich. Zoophören SC32. So, da ist das gute Stück. Wie gesagt, geladen wird sie hier mit USB-C. Und wenn man sie anmacht, geht die dann auch hier praktisch auf grün. Hier leuchtet dann so eine kleine grüne Lampe. Dann weiß man dann, dass er immer noch genug Energie hat. Wenn die Lampe hier vorne rot leuchtet, müsste sie dann wieder dementsprechend geladen werden. Ja, ist ein schöner Clip, ist hier dran. Hier hinten ist der Heckschalter. Und hier vorne ist die Tierlinse. So, wenn man einmal drauf drückt und lange gedrückt hält, dann ist das ein Lumen. Also ich kann euch die Lampe nur wärmstens empfehlen. Tun wir nochmal nachmessen, wie lange sie denn ist. So, sie ist genau, ja, nicht ganz oder ganz genau 9,9 oder 10 Zentimeter. Ich würde sagen 10 Zentimeter. Das ist ja gar nichts. Und das Gewicht von dem Teil ist 100 und ja, sagen wir mal 104 Gramm. Also eine super kleine, sehr leistungsstarke Taschenlampe. Wer sie kauft, soll hinterher mal in die Kommentare schreiben, beziehungsweise wer die Lampe schon kennt, kann gerne mal was unten in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch mal schreiben, was ihr für eine Taschenlampe habt. Ich finde diese Lampe total super. Wenn ich nicht schon ein paar in der Größe hätte,
dann hätte ich die auch sehr gerne behalten. So zahle ich lieber meine Stromrechnung. Okay. Wie gesagt, schaut euch das Video an von Leuchtkraft. Da könnt ihr auch die Nachtaufnahmen sehen. Beziehungsweise, ich habe ja meine E-Mail-Adresse unten drunter stehen. Da könnt ihr mich gerne anschreiben, wenn ihr die Lampe haben wollt. 30 Euro plus Versand. Und solange da meine E-Mail-Adresse steht, ist die Lampe auch noch zu verkaufen. Ansonsten schreibe ich da rein, verkauft. So, in diesem Sinne, macht's gut. Daumen hoch wäre schön für dieses kleine Video. Und nächste Woche, denke ich mal, da geht's wieder los mit schönen Rollervideos. Ich möchte mich bei euch bedanken. Bleibt gesund. Alles Gute. Tschüss, sagt der Alex.